Dann werden wir... Die Frage ist, wie sie reagieren werden, wenn wir ankommen. Werden wir aber auch einen entsprechenden Auftritt hinlegen müssen. Oder? Ich schlage vor, dass wir die Abschusskapseln benutzen. Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Freihändler Abschusskapseln für Space Marines an Bord hat. Er hat zwar eine ganze Menge an fragwürdigen Utensilien, aber es ist kein Astartes-Kreuzer, meine Lords. Das hatte ich befürchtet, immerhin. Vor allem wollte die Aslan ebenso mit euch kommen und ich glaube, einen solchen Schwung wird er wohl nicht verkraften. Ich wollte euch auch begleiten. Wie gesagt, ich soll die Katachana dort unten unterstützen. Ich denke, wir sollten... Wir können auch eine deutlich weniger technisch aufwendige Option ausfahren. Uns einfach etwas, wie sagt man so schön, herausputzen. Die Rüstung polieren, die Waffen polieren, einige Prunkstücke hervorholen. Und ich weiß, dass es auf dem Planeten keine oder kaum Metalle gibt, weshalb sie selbst auf Knochen zurückgreifen oder eben die Häute und Waffen von Tieren, sprich, dass sie Zähne oder Klauen oder so etwas nehmen. Ob man sie mit Metallen beeindrucken kann, weiß ich nicht. Sie kennen natürlich die Metalle von uns, aber nun... Sie sagen, dass sie sie nicht brauchen. Dann ist es gut, dass ich mein Fell dabei habe. Davon gehe ich aus, mein Lord. Brüder, was haltet ihr davon, wenn wir auf Eloises einen Zwischenhalt machen und uns einige Tyranniden heute holen, einen Tyranniden-Clown für den Auftritt? War das ein Versuch von Humor, Bruder Ifrit? Ich fand ihn jetzt nicht ganz so akzeptabel, aber natürlich, Jagdbeute ist immer was Feines. Und wahrscheinlich in den Augen dieser primitiven, durchaus interessant. Nur ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht von einem Kopf eines Tyranniden nicht rein davonlaufen würden als Beute. Hast du nicht irgendwie einen Reißzahn oder so von dem Symbiarchen? Ich ja. Ja, müsstest du doch haben, ja. Ne? Ja, den hab ich am Gürtel. Und ja, Bruder, das war mein Versuch des Humors. Nun. In dem Fall würde Craig ganz langsam klatschen. Lasst es einfach auf euch zukommen, meine Lords. Ich denke, ihr werdet triumphieren, wie immer. Alleine unsere Rüstung, unser Aussehen, unser Auftreten alleine wird ausreichen. Daran ist nicht zu zweifeln. Sie sind nicht die ersten Menschen, die uns zum ersten Mal sehen. Und sie werden nicht die letzten sein. Hoffen wir, dass sie sich dem Imperium anschließen. So könnt ihr die 2 Wochen an Bord der Stolz des Horizonts verbringen. Ich würde die 2 Wochen sehr oft mit meinem Salamanderbruder in der Schmiede verbringen. Ja, ausgezeichnet. Du möchtest Rüstung noch schmieden oder Waffen oder was möchtest du genau tun? Ich meine Rüstung soweit wieder repariert und poliert und herausgeputzt habe. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Bruder Wilhelm das irgendwann mal anspricht, würde ich mich tatsächlich daran machen, so eine Pistole, so ein Schlagwerfer für den lieben Servitor-Techniker zu basteln. Ja. Ich würde auch selber, da ich selber nicht hinbekommen würde, würde ich einen der Tech-Brüder fragen. Ja, ich habe einen neuen Techniker für die Mission akquiriert. Allerdings steht uns keine Rüstung in seiner Größe zur Verfügung. Steige etwa auf die Höhe von meiner Brust. Er ist nur so klein. Könntet ihr eine Flakweste für ihn herstellen? Flak? Das bekommen wir wohl hin. Ja, Wilhelm, ihr solltet vielleicht auch einmal sehen, was es mit ob ihm noch Implantate fehlen. Man diese vielleicht zurückbekommen könnte, falls sie ihm abgenommen wurden. Ein Michodendriten? Gehe davon aus. Bringt euren Diener zu uns und wir werden uns um ihn bemühen. Armaplast und ein Michodendriten. Das bekommen wir wohl hin. Ja, wunderbar, wunderbar.
Dann würde ich den Mann einsammeln, da abgeben und sobald die mit dem fertig sind, für ihn ein höllisches Regime, für mich eine sehr entspannte Anfangsübung mit ihm beginnen, weil ich muss ihn jetzt ja erstmal ein bisschen, wenn er mitkommt, dann muss er auch ein bisschen motiviert sein. Ein bisschen laufen, ein bisschen rennen. Mitlassen. Ja, okay, dann kannst du ihn jetzt ausbilden. Er wird wohl kein Astartes mehr werden, weil er viel zu alt ist, aber ja, er ist das überhaupt nicht gewohnt. Er wird das aber erstmal tun und freut sich, dass du ihn zumindest von dem sicheren Tod vom Mechanikus dann eben auch entbunden hast. Ja, wäre schlimm, wenn der ein Astartes wird. Der Astartes wird er nicht mehr, aber mit 10 musst du dann ja. Ich meine, es wäre ja schlimm, wenn er einer werden würde, weil ja. Wer kümmert sich dann um die Servitoren? Ja, stimmt. Er weiterhin. apropos der Servitoren, ihr könnt von den beiden Tech-Priestern dann erfahren, beziehungsweise von euren Tech-Brüdern, dass sie weitere Informationen herausgefunden haben. Ihr könnt dann auch in den nächsten 2 Wochen noch die nächsten 5 Container öffnen und dann mit Bruder Kyros und Arilyn dann säubern, die dann vernichten und es stellt sich heraus, dass er von der verstrahlten Schmiede von Zamek kommt und dort wohl ausgebildet worden ist. Was er genau dann machen wollte, ist natürlich nicht ganz klar, weil es auch verhindert worden ist, dann durch das gute Eingreifen von Cole Bennex und dann eben auch, weil sämtliche Servitoren vernichtet worden sind, ist da wohl irgendeine Planung wohl vernichtet worden von ihnen. Das wird nur auf jeden Fall der Inquisition weitergeben. Ja, die verstrahlte Schmiede von Samech ist denen auch bekannt. Es ist nicht so, dass man da mal gelandet ist, aber vom Hören hat man da schon eine ganze Menge Tech-Priester oder Skitari, verderbte Skitari, dann bekämpft. Vor allem dann eben aus dem aus der Celebos-Kriegszone. Sollte man vielleicht mal einen Schlag in diese Schmiede führen? Ja, Watch Captain Brand wird dann auch über die astropathische Gesellschaft die Meldung dann berichten, sowohl dann nach Hestus als dann eben auch nach Erioch. Sowohl nach Hestus als auch nach Erioch kann er dann die astropathischen Berichte schicken. Und ja, so könntet ihr bei Einsätzen, sollte es mal nach Samech gehen, könntet ihr dort hier dann ja teilnehmen. Sehr gerne. 2 Wochen der Reise werden die roten Lichter wieder angehen. Eine Stimme zählt wieder einen Countdown und kündigt an, dass ihr aus dem Warp fallt, dass man auf die jeweiligen Positionen gehen sollt. Und dann gibt es wieder ein Ziehen. Ihr spürt das merkwürdige Gefühl, wie eure Seele wieder in euren Körper eintritt, nachdem sie 2 Wochen leicht außerhalb irgendwo geruht hatte. Und dann taumelt ihr 2-3 Schritte nach vorne und merkt wieder das normale Rattern und Röhren vom Plasmaantrieb, sodass ihr wieder im Realraum angekommen seid und nach und nach dann eben auch die Warp-Schilde abgeschaltet werden, sodass ihr ja die Übelkeit wieder einmal runterschluckt, nach kurzer Zeit irgendwo am Sprungpunkt von Eloises aufgetaucht seid. Wenn ihr dann beim Freihändler Diaslan auf der Offiziersbrücke steht, könnt ihr auch erkennen, wie dann nach und nach die Verdecks wieder aufgemacht werden. Neben euch stehen eure anderen Brüder in Reihe und Glied, natürlich in ihrer schwarzen Rüstung mit dem silbernen Arm. Jeder dann stolz herausgeputzt. Der Crimson Fist, der Ultramarine, die beiden Space Wolves, der Salamander, der Iron Hand. Der Raptor beziehungsweise die Raven Guard und auch der Minotauro und der Gacharodon, so dass sie dort neben euch stehen und ihr blickt auf Eloises, das neue Herz des Kreuzzuges der Ekklesiarchie. Ja, es wird noch einige Zeit dauern, bis ihr dann tatsächlich in Reichweite des Planeten seid, so dass ihr dann auch die Schwerkraft von ihm spürt. Also, dass ihr dann sicherlich noch einen halben Tag drauf zufahrt, bis dann ihr auch nach und nach von den Brüdern verabschieden könnt und sie dann nach und nach in die Thunderbirds steigen, um dann nach unten zu gehen. Ja, der Ultramarine wird euch dann auch noch zum Abschied die Hand geben. Meine Brüder, wir werden uns sicherlich weiter sehen. Wir wünschen euch viel Erfolg auf Aurum. Ja, und auch viel Erfolg euch, Brüder.
ihr habt die schwerere Mission. Nun, davon gehe ich aus. Jeans-Dealers darf man nie unterschätzen. Der Feind der Tyranniden ist tückisch. Bewahrt den Kodex. Nun aber, was sage ich? Ihr müsst ja nur ein paar Auraner überzeugen. Sollten wir damit schnell fertig sein, kommen wir gerne euch unterstützen. Nun, Unterstützung werden wir sicherlich nicht brauchen. Mein Exterminatoren-Team ist gut ausgebildet und hält stark zusammen. Aber ich danke euch für das Angebot. Dann gute Jagd. Erschlagt, Brüder, ein paar Tyranniden für mich mit. Ja, auch Toreus blickt an deinem Gürtel herab zu dem Stoßzahn des Symbiarchen, den du erlegt hast. Klopft euch dann auf die Schultern und steigt dann in den Thunderhawk ein. So heißt es, Abschied nehmen. Die Türen schließen sich, der Thunderhawk hebt ab und ihr könnt sicherlich auch mit einem neidischen Blick runter zu Eloises blicken. Denn das ist sicherlich die ehrenvollere Aufgabe, als auf Aurum ein paar Auraner zu überzeugen, im Imperium mitzumachen. Sicherlich beides wichtig, aber Eloises verbirgt wohl mehr Ruhm. Selbst wenn es auf Aurum ein paar Jeans-Dealers geben sollte, aber nun, das ist eine andere Geschichte. Wird sicherlich keiner da geben. Ja, so blickt ihr ihn hinterher, könnt dann sehen, wie die Schotten, die Tore wieder zugemacht werden und der Plasmaantrieb dann dreht. Es gibt da wieder ein Ziehen in eurem Bauch, die Schwerkraft verschiebt sich wieder, ihr merkt, dass Eloises wieder nach euch greift, aber ihr befindet euch wieder nur nach diesem kleinen Sprung wieder zurück zum jeweiligen Punkt, wo ihr dann in den Warp fliehen könnt und nachher zwei weiteren Tagen im Warp werdet ihr dann auch um erreichen. Ihr habt das Kommuniqué der Inquisition gelesen. Diese Welt ist für den Kriegszug für essentielle Bedeutung. Das heißt, wir müssen auch entsprechend vorgehen. So oder so, wir müssen erfolgreich aus dieser Sache herausgehen. Ich zweifle nicht an unseren Erfolg, solange uns der Imperator leitet. Sagt, Brüder, ist euch bei dem Studium der Logs eigentlich aufgefallen, was diese Mackenzies sind, von denen in dem einen Log die Rede war? Das Wort selber sagt mir nichts. Ich vermute eine Art Xeno. Kann man da auch irgendwas würfeln? Würde ich gerade fragen. Es war in dem Bericht über Dunkelgeister, dass er in uns oder unseresgleichen die Hilfe sieht gegen eben diesen Feind, gegen den er scheinbar antritt. Ich habe mich nochmal mit den Logs beschäftigt, aber ich fand keine weiteren Erwähnungen des Namens. Im Endeffekt können wir aktuell spekulieren oder jemanden fragen, der schon dort war, wie zum Beispiel der Captain. Ja, Diaslan war tatsächlich der Einzige, der schon unten war. Also, das ist, auch man würfeln könnte, was einem bekannt wäre. Du kannst gerne mal verbotenes Wissen würfeln. Welches denn? Welches denn? Oder Xenos. Soll ich einfach mal sagen, was ja, aus? Xenos? Ja, Xenos, das habt ihr alle. Dann würfeln wir einmal Xenos. Also ich weiß nix. 28 sind ein Erfolg. Ich hätte auch einen Erfolg. Ich hab's nur geschafft. Also Mali Sektoren sagt euch nicht wirklich viel. Das ist keine Xenos-Art, die ihr so benannt hättet. Malis ist die Bosheit, das ist hochgotisch. Und wenn er das benannt hat, dann wird das irgendeine nichtmenschliche Kreatur sein, irgendein Xenos-Volk, was er als die Bosheit versteht. Also als den hinterhältigsten oder bösesten Gegner, den er so kennt. Hm. Aber ihr selbst habt niemand als Mali-Sektoren klassifiziert. Ja, ihr könntet euch dann... Wir müssen uns anschauen oder halt direkt den Captain fragen, ob er uns erklären kann, was das ist. Ja, wie gesagt, nach zwei Tagen werdet ihr dann auch den Lagrange-Punkt von Aurum erreichen, sodass ihr dann wieder aus dem Warp austretet und auf die Oberfläche des goldenen Planeten blickt. Ihr hattet ja auch bereits gelernt, dass die goldene... Oberfläche gar nicht aus dem Metall Gold besteht, sondern eben durch diese Dekavan-Kristalle erzeugt wird, der dann als feiner Staub in der Luft liegt und dementsprechend für das
Mechanikum ebenso sehr interessant ist, dieser Planet. Ich will in den 2 Tagen tatsächlich einmal den Captain aufsuchen und fragen, ob er weiß, ob er schon mal von diesen Malisektoren gehört hat. Ja, nun, viel sagen sie über ihre Xenos nicht, wenn es denn Xenos sind. Aber die Tiere, die sie dort jagen, sind ziemlich groß. Und ich habe zumindest ihre Reittiere und ihre Transporter gesehen. Nun, ähnlich groß wie ein Grox, würde ich sagen, aber vielmehr echsenhaft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie die damit meinen. Aber es ist der Erzfeind, so sagten sie. Halten sie ihren Feind als Transporter? Nein. Wie gesagt, all ihre Tiere sind Saurier oder Echsen in verschiedenen Größen. Einige sind sehr schlank und werden zum Reiten benutzt. Andere sind sehr viel zäher, wie Groxe, die sie dann benutzen, um Waren vor allem zur Hauptstadt zu transportieren. Und diese Malisektoren werden sicherlich irgendwelche Saurier sein, die dort in den Tiefen der Urwälder hausen. Gibt es jemanden neben mir an? Wir werden uns wahrscheinlich am Boot einmal weitere Erkundungen einholen müssen. Das solltet ihr tun, auf alle Fälle. Sprecht mit dem Kaele. Er... Nun, ich habe bereits gesagt, dass ihr kommen werdet. Er ist gespannt auf euch. Aber ich fürchte, ich habe die Geduld der Aurana erschöpft. Na. Ihr habt sicherlich auch diesen ganz besonders finsteren Blick gesehen, den euer Watch Captain Brand aufsetzt. Naja. Ich habe die Geduld der Inquisition mal wieder über die Maßen strapaziert, würde ich sagen. Ähnlich bei Kaele Dunkelgeißel. Vor allem, wenn er mich sieht. Aber ich bin sicher, dass eure Mission wesentlich reibungsloser verlaufen wird, wenn ich euch nicht begleite. Ich werde auf Heilstand auf euch warten. Dann danke für den Transport. Gerne. Möge der Imperator euch beschützen. Gerne. Wir Wie gesagt, ich werde mit nach unten kommen, aber dort auf euch warten. Ich werde euch sowieso nur behindern, solltet ihr einen Ausflug nach unten machen. Negativ. Wir bleiben in Kommunikation. Am besten solltet ihr sogar im Luftraum warten. Sollten wir es zu Schwierigkeiten kommen und wir bräuchten Luftunterstützung oder eine Abholung, könnte uns das zugunsten kommen. Oder was sagt ihr, Tordal? Es klingt nach einem Plan. Mindestens in Reichweite einer Communique. Immerhin wart ihr schon einmal hier und könnt vielleicht als externer Betrachter uns definitiv jederzeit Informationen geben, die wir vielleicht für unseren Erfolg der Mission brauchen. Nun, ganz wie ihr mögt. Nun, wenn ihr mögt, dann mache ich das Shuttle bereit und ihr könnt gemeinsam mit dem Brigadeoffizier nach unten. Hervorragend, das klingt nach einer wundervollen Plan. Bereitet alles vor und informiert uns, sobald es abreisefähig ist. Jawohl. 2 Stunden, mein Lord. In Ordnung. Wir werden bereit sein. Ja, damit gibt er weitere Befehle an seine Offiziere und Unteroffiziere. Und nach 2 Stunden könnt ihr euch unten nach unten begeben über das Shuttle. Letzte Punkte, die ihr machen wolltet? Wo genau werden wir jetzt runter? Wie weit von der Hauptstadt entfernt oder direkt in der Hauptstadt? Ihr werdet bei der Hauptstadt runtergehen. Die Hauptstadt selbst ist Heistand und daneben gibt es eine Landebucht, die ihr benutzen dürft. Und danach müsst ihr nach oben, nach Heistand, die Serpentinen nach oben steigen, um dort dann dem Kaele die Aufwartung zu machen. Ansonsten würdet ihr das Recht der Aurana brechen und dann wird es diplomatische Schwierigkeiten geben. Wir werden uns schon daran halten. Klar. Dann werden wir aber, wird Gabriel noch eine Rüstung gehen. Nur auf den letzten Glanz, die letzten Tage schon, aber sicher ist sicher. Wie sieht's mit der Flakwerfer für den lieben Servitoren-Wärter aus? Ja, dann gib mir mal einen, wo, was ist das, Tech-Gebrauch? Oder? Nee, das ist Trade, in dem Fall hier Trade Armorer. Da gibt's, das ist quasi Handwerks. Dann Handwerksberuf, okay. Dann musst du auf Beruf würfeln. Genau. Tatsächlich sogar auf auf Geschicklichkeit. Und du willst ihm dann eine Fernkampfwaffe bauen? Genau, also quasi so eine. Kennst du den englischen Begriff, diesen klassischen Stubber?
Vermutlich will er ihm einfach eine, so eine ganz normale Guardsman-Ausrüstung zusammenstellen. Eine kleine Flakweste, so ein Gewehr, mit dem ist, man schießen kann. Nicht mal eine Lars-Rifle, sondern es ist wirklich nur so ein ganz normales, im Prinzip ein M4 oder sowas. Genau, im Prinzip normales Maschinengewehr. Ja, alles klar, Sturmgewehr. Also wirklich primitiver geht schon fast nicht mehr. Ja, Sturmgewehr, alles klar. Und Bruder Wilhelm kann dann die letzten paar Tage und Wochen ihn ausgebildet haben, sofern das denn möglich ist. Primär, sekundäre Ziele hatten wir schon festgelegt, ne?